Hi, mich gibt's jetzt auch bei Elite-Singles. Sind auch Sie auf der Suche nach einem romantischen Abenteuer? Dann nehmen Sie doch mich. Für den richtigen Fick. Es gibt nie zu groß, es gibt nur zu klein. Ne? Das ist nicht Größenwahn, das ist einfach. Wir müssen halt auch irgendwie unser Ego kompensieren. Sowohl er als auch ich, als auch natürlich andere. Und je größer, desto besser. Und da ich mich quasi selbst damit repräsentiere, mit dem, was ich baue, muss natürlich echt, also, verstehst du, gewaltig. Es muss utopische Ausmaße annehmen. Ein ganzer Walfischpimmel muss da reinpassen. Aber irgendwann tut's weh. Ja, bis zur Hochzeit ist verheilt, würde meine Großmutter sagen. Wie wär's? Ich gebe euch ein Autogramm und wir sind quitt. Ist auch übrigens, was für ein Zufall, mein Preis bei der Gamescom. Umarmung plus Autogramm pro Person allerdings. Auch 78. Nur muss man dazu sagen. Also kommt alle fleißig, ich freue mich auf euch, denn ihr seid mir ja so wichtig. Vielen Dank. Ohne euch wäre ich nichts. Hashtag FunkArmy. Hallo, meine Damen. Auch mich können Sie über elitepartners.de finden. Dieser Daumen will in Sie rein. Rufen Sie mich doch an. Für ein bisschen Spaß. Das wird ja immer schlimmer hier. So ist schön. Hallo und willkommen zu meinem YouNow-Stream, wo es nicht leckt. Ist wie ein Drogentrip. Ist das alles noch real? Wahnsinn. So, das sind Aufnahmen von mir im letzten Sommer am Strand von Waikiki, wie ich in Sandras Bein knabbere. Das geht ja gar nicht. Na, ich bin so froh, das Leben ist so schön. Oh, ein Hai. Wenn ihr keine Werbung sehen wollt, dann schaut doch weg. Seitdem ich meinen Partner auf Elite Partners gefunden habe, habe ich schon 12 Kilo abgenommen. Nimm auch du ab. Lern ficken. Woher ist eigentlich dieses Dubben? Oh Gott, 1993 begab es sich in der Bronx, einem Stadtteil von New York, da, dass ein Schwarzer nieste und dabei hinfiel und sein Zitroneneis aber auffangen wollte mit der linken Hand, denn er war linkshändiger Rapper. Deswegen wurde er auch Lefty genannt. Und musste aber gleichzeitig niesen, während er sein Zitroneneis hielt und hat deswegen Hatschi gemacht und alle dachten, krasser Move, Mann, Alter. So ungefähr, oder? Irgendwann 1993 war das wirklich. Es ist länger her, das Dubben ist wirklich uralt, uralt. Was haben wir hier? Gronkh hat ein Foto von seinem neuen Hund und ihm gepostet. Der Hund hat den Spitznamen Fett-Torpedo bekommen. Was? Fett-Torpedo? Fett-Torpedo. Oh mein Gott, der Name ist so doof zu lesen. Fett-Torpedo. Und nicht fetter Pedo. Es tut mir leid. Armer Hund. Blöder Funk. Fett-Torpedo. Ich würde den Namen ändern. Wegen Blödmännern wie mir, die fetter Pedo lesen. Und wie geht's deinem Hund, fetter Pedo? Das kommt nicht gut, gerade so auf Kindergärten. Ja, das ist mein Hund, fetter Pedo. Ich bin schlanker Pedo. Guten Tag. Nein. Bitte nicht. Hallo. Haben auch Sie keine Lust mehr auf Überraschungen bei Blind Dates? Dann nehmen Sie doch einfach mich. Die Übersetzung. Ich habe etwas Mühe, halten eine stabile Verbindung für meinen Harnfluss. Vielleicht ist es ein Problem auf Ihrer Seite. Können Sie jetzt für mich überprüfen? Oh, meine liebe Moment. Lurina LP, danke. Der Clubfunk macht jetzt zu und nun sitzt der alte widerliche Funk von der Hotte hier und wird euch mit dem ein oder anderen geilen Partypausen-Hit super mega Knaller von der Tanzfläche fegen. Also hoch die Beine, fix im Schritt, macht der Oma nach auf dem Flanellteppich, linkes Bein, rechtes Bein und dann sind wir hier raus ganz fein. Tschüdelü.